Hallo ihr Lieben, heute möchte ich euch zeigen, was hier in diesem Paket drin ist. Und zwar, heute habe ich Geburtstag und ich habe dieses Paket vor 2 Tagen bekommen und habe natürlich gewartet, bis ich Geburtstag habe, dass ich das dann auspacken kann. Und zwar ist es von World of Sweet und das hat mir die liebe Judith geschickt. Da war ich total überrascht, weil ich gar kein Paket erwartet hatte und dann kam so ein Riesenpaket, wo das dann drin war. So, das packe ich jetzt mal mit euch aus. Das ist schön eingepackt. Da hat Judith schon gesagt, das kann man sich dazu bestellen. Machen wir das mal auf. Das ist ganz schön riesig hier. So. Das ist ja jetzt so warm gewesen. Oder immer noch. Wir waren halt schon schön baden gewesen. Das war so heiß. Da kann man sich nur im Wasser aufhalten. So, da wollen wir mal reingucken. Das Witzige ist ja, dass Judith sich total anstecken lassen hat an diesem süßen Verkosten. Oder man kann auch was anderes verkosten, aber in dem Fall ist es jetzt was Süßes. Hier haben wir ein Papier. Gucken wir mal, was hier alles drin ist. Und zwar Kork Snack Krokant. Also sieht aus wie ein Käsesnack. Ich gucke jetzt bloß mal so schnell drüber. Und das werde ich dann mit der Judith dann auch zusammen austesten. Da machen wir dann noch ein extra Video dazu. Ich gucke jetzt erstmal alles, was jetzt hier drin ist. So, einmal dieses hier. Dann haben wir. Oh, das sieht lecker aus. Das sind so eine Brotkekse, sage ich immer dazu. Mandelgebäck ist so ein ganz hartes. Ein ganz hartes Gebäck mit Mandeln drin. Sieht auch total lecker aus. So was ähnliches habe ich schon mal probiert. So, was haben wir hier? Sieht aus wie so ein Mais-Snack. Was ist es? Tom Tom Amica Snack. Auf die Schnelle sehe ich es jetzt nicht. Ich würde euch jetzt auch nur kurz zeigen, was drin ist. So, einmal diesen Mais-Snack. Dann haben wir immer Taka, Schoko und Milk Cereal. Steht da ein Riegel. Sieht sehr schokoladig aus mit ein bisschen, mit der extra Portion Milch. Ne? Viele schöne Chips kann ich probieren. Dann einmal Amica Chips. Doppelschutz. Also die Tüte, in der Tüte, wie die schon sind, sieht schon super lecker aus. Also ich habe zum Glück noch keinen Hunger heute. Wir essen erst ein bisschen später. Mann, Judith, das hat eine ganze Menge eingekauft hier. Dann nochmal so eine Brotchips. Also es sieht auch wirklich lecker aus. Ist jetzt nichts bei, wo man sagt, na, ob es schmeckt. Dann haben wir hier nochmal. Oh. Mit Limette und grünem Pfeffer. Bin ich ja mal gespannt, wie das schmeckt. So, dann haben wir noch einmal eine Tomate. Gewürzte Kartoffelchips. Das kommt auch richtig passend. Nee, eigentlich nicht. Ich muss es ja mit Judith austesten. Nein, ich kann es heute mit meinen eingeladenen Gästen gar nicht essen. So, dann haben wir hier einmal Waffeln. Schokowaffeln. Da ist eine ganze Menge drin, also das kann ich gar nicht alles essen. Loka. Also mehrere von dieser Firma, von dieser Loka-Firma. So, einmal Schokolade. Oh, was ist denn das Süßes? Kleine Lagritz-Dragés. Mhm. Schwarz-weiße Lagritz-Dragés. Ob wir die mal aufmachen hier? Wenn die schwarz-weiß sind. Okay, innen drin weiß, außen weiß und innen drin werden sie dann wahrscheinlich schwarz sein. So, so sehen die aus. Sehen spannend aus. Dann haben wir hier noch eine andere von Loka. Eine andere, jetzt mache ich das mal den Karton mal runter.
So, dann haben wir hier einmal genau die Luca. Ja, sie hält eine andere Perspektive, sehe ich gerade. So. Und mal hier den Stuhl. So. Eine spannende Sache. Schön, was mit Dingen zu sehen. Ja. Zitronenfruchtsaftgetränk, das sieht wirklich lecker aus. Also ich glaube, das könnte ich mir vorstellen, dass es wirklich gut schmeckt. Was haben wir hier noch alles? Dann haben wir hier noch diese leckeren Crispies mit Olive. Das stelle ich mal hier ein bisschen hin alles. Das ist ja doch eine ganze Menge, was wir dann wieder verkosten können. So, dann haben wir hier noch was. Das ist, naja, die Sprache kann ich nicht. Reine Lagritza. Gucken wir auch mal rein. Oh, sieht ja gut aus. Oh ja, das ist so eine richtige echte 100% Lagritza, glaube ich. Muss ich mal kurz gucken. Da steht, glaube ich, bei hohem Blutdruck. Hohen Blutdruck habe ich nicht. Aber die sind bestimmt trotzdem lecker. So sehen sie aus. Die koste ich jetzt doch mal ein schnell. Sind ganz hart. Ja, oh, sehr lagritzig. Oh. Wenig süß. Die sind schon, ja, heftig. Also die sind schon sehr heftig. Dann haben wir zweimal von diesen. Auch locker. Oh, die Lagritz, die ist wirklich gewöhnungsbedürftig. Einmal in dunkler Schokolade und einmal in heller. So. Und dann haben wir noch einmal die Kürstor in Rosmarin. Genau. In Rosmarin. Und zu guter Letzt haben wir noch mal einen locker Vanillewaffeln und, was ist das Leckeres? Keine Ahnung. Sieht auch aus wie Lagritze. Zuckerlagritze, ja. Also das ist schon echt mal. Also das muss Judith echt mal fassen. Das ist schon echt. Das ist schon fies. Oh, ich weiß nicht, ob ich das auch fertig essen kann. Ich glaube, das ist nur für Hartgesottene. Das ist so fies lagritzig. Ohne Zucker. Das ist so heftig. Ich glaube, das kann ich nicht auch essen. Ich habe das gerade noch so höflicherweise im Mund. So, jetzt, was sind hier drin? Oh, die sehen lecker aus. Sieht aus wie kandierte Mandeln. Ja, ist auch Lagritze dran. Ja. Die werden wir dann auch probieren. So, diese tollen Sachen waren jetzt in diesem großen Paket. Also Judith, vielen, vielen Dank. Du hast mir eine echt super Überraschung gemacht. Wir werden es beide wieder testen. Ich werde auf dich warten. Vielleicht machen wir eine Chips-Tüte heute auf, aber ansonsten werde ich auf dich warten. Und euch anderen hoffe ich, dass ich euch einen kleinen Vorgeschmack geben konnte auf das kommende Video, wo wir wieder beide testen. Tschüss!